Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute möchte ich gerne meine Videoreihe weiter fortführen, meine Top 10 Spiele 2018, diesmal für das Xbox 360 System. Das Ganze habe ich auch schon für die Wii U, PSP, PS Vita, PS3, PS4 gemacht, Xbox One. Sollte euch diese Videoreihe interessieren, ich werde euch mal die Videos unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr keine Xbox 360 mehr habt, ich werde euch zu jedem Spiel einen Trailer in der Videobeschreibung verlinken und auch dazu schreiben, welches System die Spiele noch erschienen sind. Vielleicht habt ihr ja noch ein anderes, ich werde es aber auch hier teilweise erwähnen. Ja, das sind meine persönlichen Top 10 Spiele und ich würde sagen, fangen an mit Platz Nummer 10. Das ist Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles. Eigentlich ist dieses Spiel nicht besonders, ich mag aber die TV-Serie gerne. Und das ist das Lobenswerte an diesem Spiel. Dieses Spiel hat die original deutsche Synchro der Serie, was ich sehr gut finde. Ansonsten ist dieses Spiel aber nicht so wirklich gut. Es gibt viel, viel bessere Turtles-Spiele an Turtles in Time. Reicht es meilenweit nicht ran. Aber so viele Fans der Serie können sich das mal angucken. Ist wie gesagt kein besonderes Lizenzspiel, aber halt, dass es sich an der Synchro von den deutschen Sprecher gehalten hat, fand ich positiv. Ansonsten einmal durchgespielt, spielt ihr dieses Spiel nie wieder. Ja, gibt es in der Xbox 360 auch für die PlayStation 3, Nintendo Wii, ich glaube auch für den Nintendo 3DS. Mein Platz Nummer 9 ist ein Spiel, das habe ich schon nicht so weit gespielt, das habe ich mit meinem Bruder angespielt. Und zwar 4-3. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass das Horror ist, aber eigentlich ist das nur, es gibt viele Monster. Man knallt die alle ab und das ist actionreiches Shooter-Spiel. Ich glaube, die ersten zwei Teile waren irgendwie mit einem Geist und Horror. Vielleicht sollte ich mir die mal holen und mal anspielen. Vielleicht gefallen sie mir sehr gut. Das hier ist ganz solide gewesen, macht Spaß im Koop. Allein habe ich es nicht gespielt. Könnt mir ja mal gerne schreiben, wie die ersten zwei Teile sind. Ansonsten ganz nett, habe ich ja für kleines Geld gekauft. Könnt ihr euch auch für kleines Geld kaufen. Gibt zwar bessere Shooter, aber es macht halt Spaß, diese komischen, ich sag mal, Kreaturen abzuknallen. Und ja, gibt es auch für die PlayStation 3. Nicht viel zu sagen, habe ich nicht so weit gespielt, wie gesagt. Mein Platz Nummer 8, den habe ich mit meinem Bruder gespielt, bei seiner Xbox. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Xbox 360 Controller da so gut klarkam, weil eigentlich wollte ich mir das mal für die PS3 kaufen irgendwann. Und zwar Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Habe ich schon Jahre in meiner Sammlung, habe es aber nicht wirklich gespielt, weil ich auch die ersten zwei Teile für die PS2 hatte und dachte mir immer, ja, okay, irgendwann. Und dann habe ich es mit meinem Bruder jetzt mal gespielt und wir hatten wieder richtig viel Spaß damit. Die Budokai-Spiele machen richtig viel Spaß und sind richtig cool. Gibt es, wie gesagt, für die PlayStation 3. Hätte ich auch lieber für die PlayStation 3. Werde ich mir auch irgendwann nochmal für die PS3 in der Sammlung holen. Ansonsten macht es sehr viel Spaß. Wie gesagt, kann man sehr gut mit den Xbox 360-Controller spielen. Hätte ich nicht gedacht. Und kann ich empfehlen. Gerade für Dragon Ball-Fans oder Fans der alten Spielereihe. Mein nächster Platz ist auch ein Spiel, was man im Koop spielen kann. Aber leider nur online, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich es mit meinem Bruder mal online gespielt. Sniper Elite 3, ein Spiel, was in Afrika spielt. Und man spielt diesen Sniper, ich weiß den Namen nicht mehr. Und es macht sehr viel Spaß. Grafik finde ich auch noch sehr gut, wenn man überlegt, das Spiel ist, glaube ich, aus 2013 oder 14. Ja, kann ich euch empfehlen, wenn ihr auf solche Spiele steht. Gibt es ja jetzt auch das Remaster für den ersten Teil für die PS4, Xbox One, ich glaube auch für die Switch. Bin mir aber nicht sicher. Das ist der dritte Teil. Den vierten Teil brauche ich noch. Der soll ja noch besser sein. Ja, wie gesagt, macht Spaß, Koop, wenn man es online spielt, macht aber auch alleine Spaß, sieht besser aus als sein Vorgänger aus. Wenn ihr ein Interesse an dem Spiel habt, es gibt für die PlayStation 3 und Xbox 360, PS4 und Xbox One eine Game of the Year Edition, also der Complete Edition, habt ihr alle DLCs dabei, wo ihr die Churchill-Missionen machen könnt zum Beispiel. Die würde ich euch empfehlen, weil da habt ihr mehr vom Spiel, also noch mehr Spiel, als diese Standardfassung hier. Die werde ich mir irgendwann mal kaufen, diese Erweiterungsfassung. Vielleicht für die Xbox 360 nochmal gucken oder direkt für die Xbox. Dann werde ich dann später entscheiden. Wie gesagt, könnt ihr auf jedem System spielen. Macht viel Spaß. Dann mein Platz Nummer 10876. Der war auch letztes Jahr schon in den Top 10, weil ich ihn immer wieder mal spiele, weil ich alle Charaktere frei haben will auf der Xbox 360. Sonic All-Star Racing Transform. Meiner Meinung nach das bessere Sonic Racing Spiel. Den neuen Teil, den finde ich ganz gut, den habe ich aber nur angespielt. Das Teamplayer-Dings, da finde ich sehr gut implementiert, aber ich finde ihn so vom Gameplay her nicht besser als diesen Teil. Es sieht gleich aus eigentlich, finde ich, wie ich finde. Macht auch Spaß, aber ich fand den hier irgendwie besser mit den Transformieren und mit den Welten, auch wenn in den neuen Teilen die Welten recycelt wurden. Ich muss das aber noch mehr spielen. Das hier hat mir aber sehr gut gefallen, das habe ich ja für verschiedene Systeme. Macht viel Spaß meiner Meinung nach, kommt auch sehr nah an Mario Kart 8, wobei Mario Kart 8 eine andere Liga ist, aber es macht auch sehr viel Spaß. Gibt es neben der Xbox 360 für die PS3, PS Vita, Nintendo Wii U und 3DS. So, ich mache einen kurzen Cut und dann geht's gleich weiter. Kommen wir zurück mit Platz Nummer 5. Das ist auch ein älterer Titel, den habe ich schon mal durchgespielt, aber manchmal braucht man solche Spiele. Einfach mal das Hören ausschalten und mal Arschlöcher, sorry, diesen Begriff hier, wegballern. Und zwar Max Payne 3,
Da hätte ich damals gerne die Collector Edition gekauft, habe ich nicht gemacht, ich weiß gar nicht mehr warum. Und das ist ein sehr cooles Action-Game und spielt, wie gesagt, Max hier, der kaputt ist durch die ersten zwei Teile und der Ergebnisse. Er nimmt, hat ein Alkoholproblem, er nimmt Drogen, arbeitet dann als, ja, was war das, Sicherheitsmann für so einen reichen Typen. Und dann geht die Kacke los, wie, glaube ich, in Brasilien, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall richtig geil, sieht heute auch noch bombastisch aus, macht viel Spaß. Also mir hat das Max Payne damals gut gefallen, gefällt mir heute auch noch gut. Viele fanden es ja nicht so gut wegen dem Artstyle, wegen dem neuen Design von Max mit der Glatze und sowas. Ich fand es richtig cool, kann es immer noch empfehlen. Ist ein richtig geiles Actionspiel. Das Einzige, was ich hier nicht so gut konnte, war der Multiplayer-Modus. Da kam ich auch nicht mehr Steuerung klar. Ich habe bis heute nicht geschnallt, wie man die Gegner so weghauen kann. Und in Deckung gehen und sowas. Müsste ich mal, obwohl die Steuerung eigentlich gleich ist, aber irgendwie kriege ich das nicht hin im Multiplayer-Modus. Müsste ich mal wieder mehr spielen online und vielleicht kriegst du da mal raus. Aber Singleplayer ist bombastisch. Also mir hat die Inszenierung sehr gut gefallen. Sieht heute noch geil aus. Kann ich euch empfehlen. Und kostet auch nicht viel. Gibt es in der Xbox 360 auch für die PlayStation 3. Ja, dann ein Spiel, dem ich mal mehr Zeit aufgewidmet habe. Ein Spiel zu einem Film. Aber den Film habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel den Film die Handlung hat. Und zwar Rango. Rango ist ein Mix-Plattformer Shooting Action-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Man spielt Rango, man spielt das so in der Rückblende, es wird alles erzählt, so wie man halt diese Meteorsteine gesammelt hat und macht dann halt mehrere Missionen. Man kämpft, man schießt, man klettert, man reitet auf so komischen Vögeln, wie ihr auf dem Cover hier sieht. Und das macht richtig Spaß. Grafik ist heute noch nicht mehr so up-to-date, also man sieht schon, dass es schon was älter ist, aber es macht immer noch viel Laune. Wie sehr das Spiel sich an den Film hält, kann ich euch nicht sagen. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Gibt es auch für die PlayStation 3 und Nintendo Wii. Hat mich positiv überrascht. Dann ein neuer Titel, der schon älter ist, aber den ich mir letztes Jahr gekauft habe. Splinter Cell Conviction. Da hatte ich auch gerne die Collector Edition damals gehabt. Habe ich aber nicht bekommen. Habe mir das Spiel dann letztes Jahr günstig gekauft. Und es macht sehr viel Spaß. Es soll ja auch online die Vorgeschichte, oder ist das online, auf jeden Fall in Kooperation, wo man auch zu zweit spielen kann. Die Vorgeschichte wieder spielen. Habe ich noch nicht im Koop gespielt, aber den Singleplayer, da komme ich leider an einer Stelle nicht weiter und es gefällt mir richtig gut. Viele haben das ja damals kritisiert, dass das Spiel ein bisschen actionreicher ist, dieses Brutale. Und ich finde, das ist richtig gut. Ist mein Lieblings-Splinter-Cell, muss ich sagen. Schade, dass diese Fortführung nicht weitergemacht wurde, aber das kann ich empfehlen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, bis zu der Stelle, wo ich jetzt nicht weiter kann. Da sind so Leserbarrieren, da komme ich nicht irgendwie vorbei. Ich werde immer erwischt. Muss ich mal weiterspielen, aber mir gefällt es richtig gut. Optisch sieht es heute nicht mehr so gut aus. Also es sieht noch gut aus, aber man merkt halt den alteren Prozess dieses Spiels. Es sieht aber noch gut aus. Es ist jetzt nicht das. Man sieht halt, dass es eines der ersten Spiele ist oder dass es halt ein älteres Xbox 360-Spiel. Es sieht aber noch gut aus, nur nicht so gut wie die letzten Xbox PS3-Spielen von den großen AAA-Titeln. Dann ein Spiel, was mir sehr viel, mein Platz Nummer 2, das mir für sehr viel. Ja, Sorgen gemacht hat und ja, aber ich bin froh, dass ich es dann doch bekommen habe. Ace Combat 6, First of the Liberation. Das Spiel habe ich mir erst aus England bestellt und das sollte neu sein. Und ja, ich kriege das Spiel und sehe, kein Booklet dabei, da muss ein Booklet bei sein. Und dann lief das Spiel nicht auf meiner Xbox 360. Den Verkäufer angeschrieben, nee, da ist kein Booklet bei, das ist neu. Und es liegt an meiner Xbox 360. Zu meinem Bruder gegangen, da lief es auch nicht. Ich habe mir die Disc genau angeguckt und sehe da eine Raubkopie. Ja, hin und her, irgendwann hatte ich einen netten Mitarbeiter bei eBay, den ich dann gesagt habe, es gibt dann jemanden auf eBay Deutschland, der das verkauft für den Preis, wo ich das Geld hätte gerne wieder habe, der kann den Versand behalten, weil er wollte, dass ich das auf meine Kosten zurücksende. Und ja, dann hat der Typ dann gesagt, okay, kaufen Sie sich das Spiel, das Geld kommt dann zurück, nur den Versand kann er dann behalten. Und dann habe ich zumindest meinen Kaufpreis wieder gekriegt und konnte mir das dann kaufen und das Spiel ist wie neu und ihr seht ja alles dabei. Auch dieses Spiel habe ich leider nur ein bisschen angespielt, aber was ich gespielt habe, hat mir wieder richtig gut gefallen, ist halt Ace Combat. Man spielt für eine, ich weiß nicht mehr, Gustavo hieß dieses, oder Gustavo, ich weiß es nicht mehr. Für die Föderation spielt man da und kämpft gegen andere. Sieht optisch noch immer gut aus, obwohl das Spiel schon sehr alt ist eigentlich, war ein Exklusivtitel. Aber Ace Combat Spiele sehen eigentlich relativ immer gut aus. Ich habe das abgebrochen, das habe ich mir im Dezember letztes Jahr gekauft, weil ich dann den neuen Teil bekommen hatte. Den werde ich auf jeden Fall noch durchspielen, weil es sich gut spielt, gut aussieht. Ich weiß nicht, ob es noch online geht, würde ich mal gerne online spielen. Auf jeden Fall kann ich das empfehlen. Ein sehr guter Exklusivtitel für die 360. Und mein Platz Nummer 1, den habe ich direkt durchgesuchtet. War ja auch erstmal eine Enttäuschung. Ich habe mir das neu gekauft und war dann doch wie gebraucht. Ich habe dann eine Hülle umgetauscht, dann war es wieder wie neu, außer der Riss hier vorne. Bloodstone 007 James Bond. Das ist übrigens ein Exklusivtitel, wie auch Splinter Cell. Und ja, James Bond ist ein Multiplattform-Titel. Gibt es auch für die PlayStation 3. Und der ist richtig gut.
Ich glaube, das Spiel ist von 2010 oder 11 und sieht heute noch gut aus, wobei man sagen muss, auch hier und da merkt man halt doch den Zahn der Zeit. Aber es sieht noch solide aus und Steuerung ist, ja, die ist, da muss ich mich erst dran gewöhnen, aber es macht viel Spaß. Und ich habe es, wie gesagt, durchgesucht. Es gibt hier halt Action-Passagen, wo man halt ballert. Dann gibt es Missionen, wo man halt mit dem Auto fährt, verfolgen muss oder ballern muss. Und das fand ich richtig cool, sehr schnell durchgesuchtet. Ein cooles James-Bond-Spiel, mein Lieblings-James-Bond-Spiel bis jetzt, was ich gespielt habe, neben GoldenEye für die Wii und GoldenEye für den N64. Ja, das waren meine 10 Spiele für die 360 für das letzte Jahr. Habt ihr eins dieser Spiele gespielt? Plattform ist ja egal und wenn ja, wie habt ihr sie gefunden? Finden die auch, dass Rango eigentlich ein sehr guter Plattformer-Mix-Titel ist oder ob das James Bond hier wirklich das beste James Bond oder findet ihr ein anderes James Bond besser? Fandet ihr Max Payne 3 auch gut oder findet ihr die alten Teile besser? Fandet ihr die Entwicklung von Max da nicht so gut? Also ich fand das sehr gut. Oder wie findet ihr die Dragon Ball Budokai-Spiele? Ich wundere mich nur da, dass ihr nie der Zweite dabei war. Das fand ich immer seltsam. Ja, dass Turtles nicht jedem gefallen wird, vielleicht nur Fans der Serie, kann ich verstehen. Ich mag die Serie aber auch sehr gerne und will mir die auch irgendwann mal kaufen auf DVD. Ansonsten, ja, hatte ich sehr viel Spaß mit den Spielen. Mit manchen Spielen habe ich noch Spaß und werde ich auch noch Spaß haben. Wie gesagt, ich möchte Ace Combat durchspielen, ich will Splitters ja noch weiter spielen, etc. Punkt, Punkt. Ja, ich spiele noch Xbox 360. Vieles kann man ja auf der Xbox One auch weiter spielen, jetzt durch diese Updates. Aber ich nutze die Xbox 360 auch noch wie die PlayStation 3. Ich bin halt jemand, der muss nicht nur das Neue spielen, ich spiele auch gerne die alten Konsolen weiter. Ich spiele auch noch Wii oder auch DS. Super Nintendo spiele ich nicht so, weil ich keinen Super Nintendo habe. Den hat aber mein Bruder. Und wenn ich immer da bin, spielen wir auch mal gerne mal Mario Kart oder Turtles in Time, je nachdem. Ja, ich bin da halt wie gesagt offen immer und genieße halt die Stories. Bin auch nicht so der Online-Spieler, aber hier und da möchte ich gerne, wie Ace Combat, immer gerne online spielen. Würde ich auch gerne beim neuen Teil mal machen. Macht bestimmt Spaß. Ja, aber eigentlich spiele ich nur die Story gerne. Oder Koop in Splitscreen. Das war's jetzt von mir. Wie gesagt, wenn ihr die Spiele gespielt habt, schreibt es mir in den Kommentaren, wie sie euch gefallen haben. Ansonsten, wenn euch die Spiele interessieren sollten, guckt in die Videobeschreibung, da sind Trailer und auch alle Systeme nochmal aufgelistet, wie die Spiele erschienen sind. Ich bin jetzt weg und wünsche noch einen schönen Sonntag. Vielleicht kommt es auch noch am Sonntag hoch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!